Hallo meine Lieben, heute gibt es dieses Schmetterlingsnageldesign. Alles, was ihr dafür braucht, sind die Farben lila oder einen lila Ton, schwarz, weiß, ein schmales Dotting-Tool, einen Pinsel und ein schmales Tool. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir alle meine Fingernägel mit dem lila Ton lackiert, außer den Ringfinger. Zu dem komme ich dann noch. Jetzt nehme ich den schmalen Pinsel und schwarz und male dieses Schmetterlingsmuster auf den Nagel. Nachdem ich das Muster gezogen habe, nehme ich jetzt weiß und ein schmales Dotting-Tool und setze das typische Schmetterlingspunktemuster in die schwarze Fläche rein. Jetzt widme ich mich dem weißen Ringfinger und zwar nehme ich dafür wieder den schmalen Pinsel und den lila Ton und male jetzt einen Schmetterling auf den Nagel. Zuerst den großen und den kleinen Flügel. Dann nehme ich schwarz und ein schmales Tool und male ein kleines Muster in die Flügel rein und den Schmetterlingskörper. Zum Abschluss kommt dann noch das typische weiße Punktemuster in die schwarze Fläche auf den Flügeln und schon ist der Schmetterling fertig. So sieht das fertige Schmetterlingsdesign aus. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Like und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.